Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen noch ein bisschen besser diesen Co-Nicht-Determinismus verstehen und dazu schauen wir uns jetzt nochmal diese Co-Neas an. Wir wollen in diesem Video einfach mal zeigen, dass Co-Neas auch nicht mehr können als normale Neas und als Deas. Ja? Also wir wollen zeigen, dass Co-Neas, dass die auch nur reguläre Sprachen erkennen können. Und wir werden zwei Argumentationen dafür sehen. Zunächst mal schauen wir uns einfach hier so ein Beispiel an und wir überlegen uns einmal, was dieser Co-Nea hier für eine Sprache erkennt. Nochmal zur Erinnerung, ein Wort W wird von einem solchen Co-Nea akzeptiert, falls jeder Pfad, der vom Startzustand losgeht und mit W beschriftet ist, am Ende in einem akzeptierenden Zustand endet. Also hier wäre zum Beispiel das Wort B in der Sprache, denn der einzige Pfad, den wir gehen können, ist einfach der zum Startzustand zurück und der ist auch akzeptierend. Das Wort A hingegen, das wäre nicht akzeptiert, ja, denn es gibt diesen Pfad, der uns hierhin führt. Interessanterweise, das Wort AB, das wird akzeptiert. Aber das ist jetzt eine interessante Eigenheit von diesen Co-Neas. Wenn wir das Wort AB vollständig lesen wollen, dann gibt es nur die Möglichkeit, hier AB zu lesen. Ja? Also die einzige Möglichkeit, das Wort AB vollständig zu lesen, ist, indem wir hier bleiben. Und damit ist die einzige Möglichkeit, die endet in einem akzeptierenden Zustand. Daher wird das Wort AB auch akzeptiert. Also hier einmal der ganze Berechnungsbaum für das Wort AB. Wenn wir ein A lesen, dann sind wir danach in Zustand 1 oder in Zustand 2. Das heißt, einfach nur ein A wird nicht akzeptiert. Wenn wir danach aber ein B lesen, dann bleibt nur noch ein Berechnungspfad übrig. Ja, und hier hinten, hier sind jetzt wieder alle akzeptierend. Das heißt, das Wort AB, das wird akzeptiert. So, dann macht am besten jetzt mal auf Pause und überlegt, was hier für eine Sprache akzeptiert wird. Also die Lösung wäre hier, das sind alle Worte aus A's und B's, die nicht auf A enden. Kann man eigentlich relativ leicht sehen. Wir bleiben immer in Zustand 1. Aber wenn das letzte Symbol ein A ist, dann gehen wir hier über in Zustand 2 mit einer Kopie sozusagen des Automaten und dann akzeptieren wir nicht. Ja, dann sind nicht alle möglichen Zustände, in denen wir gerade sein können, akzeptierend. Aber wenn das letzte Symbol nicht ein A war, dann sind wir immer nur in Zustand 1 und dann akzeptieren wir. Also diese Sprache hier, die wird akzeptiert und es ist auch relativ leicht zu sehen, dass diese Sprache hier regulär ist. Ja, ich möchte noch eine weitere Sache machen. Ich möchte jetzt einfach mal so für das Komplement dieser Sprache einen ganz normalen Neer angeben. Also keinen Co-Neer, sondern einen ganz normalen Neer für das Komplement von dieser Sprache. Also alle Worte, die auf A enden. Ja, dafür möchte ich jetzt einfach mal einen Neer hinschreiben. Ich sage euch noch nicht wieso, ich mache einfach mal einen. Der sehe zum Beispiel so aus. Ja? Alle Worte, die auf A enden, akzeptiert dieser ganz normale Neer. Ja? Genau das Komplement von dem, was dieser Co-Neer akzeptiert. Seht ihr irgendeine Ähnlichkeit? Ja, nein, vielleicht. Gucken wir erstmal weiter. Wir machen noch ein Beispiel. Oder ich mache das einfach mal als Aufgabe. Versucht mal für diese Sprache hier einen Co-Neer zu finden. Also alle Worte aus A's und B's, die weder ABBB noch AABA als Teilwort haben. Ja, also diese beiden Teilworte sind ausgeschlossen. Ja, wenn eins davon drin vorkommt, dann soll das Wort nicht in der Sprache sein. Alle anderen Worte sollen in der Sprache sein. Versucht hierfür mal einen Co-Neer zu finden. Ja, jetzt schnell auf Pause machen, denn ich zeige jetzt die Lösung. Ein Co-Neer für diese Sprache könnte so aussehen. Wir loopen hier die ganze Zeit mit A und B im Startzustand. Und falls wir das eine Teilwort lesen, A, B, 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 dann landen wir auf jeden Fall in einem nicht akzeptierenden Zustand und bleiben hier auch für immer. Ja, also sobald wir einmal dieses Teilwort haben, dann gibt es einen Lauf, der nicht akzeptierend ist und damit wird das Wort verworfen. Ja, es müssen ja alle Läufe akzeptierend sein, damit es akzeptiert wird. Und genauso ist es für dieses Teilwort AABA. Oder habe ich noch einen Fehler gemacht? Das ist andersrum, so hier das B hin. Also auch wenn wir das Teilwort AABA lesen, dann akzeptieren wir nicht. Okay, und jetzt einfach mal so zum Spaß. Versucht mal einen normalen Neer für das Komplement der Sprache zu finden. Das Komplement der Sprache wäre ja alle Worte, die mindestens eins davon als Teilwort haben. Also alle Worte,
für die gilt, es hat ABBB oder AABA als Teilwort oder beides. So ein ganz normaler Näher für diese Sprache könnte so aussehen. Wir loopen hier die ganze Zeit im Startzustand und dann raten wir die Stelle, an der entweder das Teilwort ABBB oder das Teilwort AABA auftritt. Ja, wir raten dann, dass wir diesen Pfad entlang gehen und falls da tatsächlich dieses Teilwort stand, dann akzeptieren wir und dürfen beliebig weitere Symbole lesen. Okay, und jetzt schaut euch mal diesen Co-Näher an und diesen Näher hier. Fällt euch an den beiden was auf? Gibt es da irgendeine Ähnlichkeit? Also es scheint ja ganz klar so zu sein, dass sie genau die gleiche Zustandsmenge haben. Sie haben den gleichen Startzustand. Sie haben die gleichen Übergänge mit den gleichen Beschriftungen. Das Einzige, was der Unterschied ist, ja, wie gesagt, das hier ist ein Co-Näher und das ist ein Näher. Und die akzeptierenden Zustände hier wurden zu verwerfenden Zuständen hier gemacht. Und die verwerfenden Zustände hier wurden zu akzeptierenden gemacht. Und wir wollen uns jetzt mal überlegen, dass wenn man diese Konstruktion macht, also wir gehen von einem Co-Näher zu einem normalen Näher und machen dabei alle akzeptierenden Zustände nicht akzeptierend und umgekehrt, dass wir dann immer einen normalen Näher für das Komplement der Sprache haben, die dieser Co-Näher hier akzeptiert hat. Mit dieser Argumentation würde dann ganz leicht folgen, dass alle Sprachen, die Co-Näher akzeptieren können, regulär sind, denn dann hätten wir gezeigt, naja, für jede Sprache, die von einem Co-Näher akzeptiert wird, dann gibt es ein Näher für das Komplement. Das hätten wir dann gezeigt. Aber wenn es ein Näher für das Komplement gibt, dann wissen wir, das Komplement ist regulär. Aber reguläre Sprachen sind ja unter Komplement abgeschlossen. Also ist dann auch die ursprüngliche Sprache regulär. Ja? Dann hätten wir also gezeigt, alle Sprachen, die von einem Co-Näher akzeptiert werden, sind regulär. Und damit können Co-Näher nicht mehr als Deas und Näher. Und ich behaupte, der Beweis, der folgt direkt aus dieser logischen Tautologie. Das ist ein Satz hier in Logik erster Stufe. Falls ihr Logik erster Stufe nicht kennt, ich mache kurz ein Beispiel. Das hier heißt nicht, das heißt für alle. Also für alle x gilt irgendeine Formel phi. Ja, für alle x gilt irgendeine Eigenschaft. Hier steht, das ist dasselbe, wie wenn man sagt, es gibt ein x, für das nicht phi gilt. Also machen wir ein kleines Beispiel. Es ist nicht der Fall, dass alle Kühe lila sind. Dieser Satz ist das gleiche, wie wenn man sagt, es gibt eine Kuh, die nicht lila ist. Und wenn wir jetzt nicht über Kühe sprechen, sondern über Pfade, die vom Startzustand losgehen und mit dem Wort W beschriftet sind. Und wenn wir jetzt nicht über lila sprechen, sondern in einem akzeptierenden Zustand enden, dann heißt es ist das gleiche, wenn man sagt, nicht für alle mit W beschrifteten Pfade vom Startzustand gilt, der Pfad endet in einem akzeptierenden Zustand. Und das ist genau das gleiche, wie zu sagen, der Co-Näher verwirft. Der akzeptiert ja, wenn alle mit W beschrifteten Pfade in einem akzeptierenden Zustand enden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verwirft der. Das heißt, diese Eigenschaft hier sagt nur, W liegt im Komplement der Sprache, die der Co-Näher akzeptiert. Aber das ist das gleiche, wie wenn man sagt, es gibt einen mit W beschrifteten Pfad vom Startzustand, der in einem verwerfenden Zustand endet. Das heißt, wenn ich einen ganz normalen Näher baue und ich mache die verwerfenden Zustände des Co-Näher zu den akzeptierenden Zuständen von meinem Näher, dann akzeptiert dieser Näher genau die gleiche Sprache. Also hier auch nochmal im Bild erklärt, wie wird ein Wort verworfen, wenn nicht alle Pfade in einen akzeptierenden Zustand führen. Das heißt, wenn mindestens ein Pfad in einen verwerfenden Zustand führt, ja, wenn ich dann so einen Näher baue, der genau das prüft, führt mindestens ein Pfad in einen solchen Zustand, dann erkenne ich genau das Komplement. Ja, das war eine Argumentation, warum all diese Sprachen, die Co-Näher erkennen können, auch nur regulär sind. Ich will noch ganz schnell eine zweite Argumentation zeigen. Und zwar kann man genauso wie bei normalen Näher auch, wenn man einen Näher in einen Der umwandelt, kann man auch einen Co-Näher in einen Der umwandeln mit einer Potenzmengenkonstruktion. Wir bauen also einen Der, der sich alle Zustände merkt, in denen der Co-Näher jetzt gerade sein könnte. Ja, das ist erstmal so die ganz normale Potenzmengenkonstruktion, wie ihr sie kennt. Ich habe jetzt aber noch keine akzeptierenden Zustände eingezeichnet, denn nur bei den akzeptierenden Zuständen
unterscheidet sich jetzt die Potenzmengenkonstruktion, wenn man vom Nea zum Dea geht und wenn man vom Co-Nea zum Dea geht. Bei einem normalen Nea hätte man bei der Potenzmengenkonstruktion gesagt, okay, jetzt werden alle Zustände akzeptierend, wo mindestens ein akzeptierender Zustand vorkommt. Ja, also wenn das ein normaler Nea gewesen wäre hier die 2 ist akzeptierend, dann hätten wir den und den und den und den, die hätten wir dann alle akzeptierend gemacht, denn da fragen wir uns ja, gibt es mindestens einen Lauf, der in einem akzeptierenden Zustand endet? Ja? Also wenn wir in Zustand 2 oder Zustand 3 sein könnten, beim normalen Nea, dann würden wir sagen, ja, wird akzeptiert, denn wir könnten ja in 2 sein und es muss nur mindestens einen geben. Nicht so bei der Potenzmengenkonstruktion für Co-Neas. Da wollen wir nur akzeptieren, wenn in allen möglichen Läufen wir jetzt nur in einem akzeptierenden Zustand sein können. Das heißt, wir wollen nur akzeptieren, wenn die Menge der Zustände, in denen wir gerade sein können, eine Teilmenge ist der Zustände, die hier akzeptierend sind. Und in dem Fall ist nur die 2 akzeptierend. Das heißt, hier wird auch nur die 2 akzeptierend. Also dieser Co-Näher, was tut der? Der sagt irgendwie, das Wort muss mindestens ein B haben. Und nach dem ersten B gilt, auf jedes A folgt ein B. Ja, denn auf jedes A, wenn jetzt ein A folgt, dann akzeptieren wir auf keinen Fall. Wenn auf das A ein B folgt, dann na, sind wir hier, lesen B, dann verschwindet dieser Lauf wieder und dann sind wir wieder nur in der 2 und dann ist wieder alles gut. Ja? Also diese Sprache wird akzeptiert und das sehen wir dann hier auch. Also wir müssen mindestens ein B haben, auf jedes A folgt ein B und falls wir noch weitere A's lesen, ja okay, und das hier ist dann, da wird einfach nur noch verworfen. Aber wie gesagt, wichtig ist hier nur, dass man die Menge der akzeptierenden Zustände richtig wählt. Die hier sind jetzt nicht akzeptierend wie bei der anderen Potenzmengenkonstruktion. Ja, und dann haben wir gezeigt, man kann jeden Co-Nea in einen Dea übersetzen. Und das ist eine weitere Begründung, warum Co-Nea erkennbare Sprachen immer regulär sind.